zu tun und wie man seinen Einfluss geltend machen kann. Fehlendes Nachdenken macht empfänglicher für Verschwörungsnarrative. Wahrnehmung hat was sehr Aktives, also ich suche mir auch eine bestimmte Information. Mich interessiert da eure Perspektive wirklich sehr. Also von daher, Erik, magst du vielleicht anfangen? Kommunikation ist für mich alles und ich habe gemerkt, nur um Sachen zu verkaufen, wird sehr viel Geld investiert, Know-how investiert und mich hat das einfach interessiert und gleichzeitig hat es mich auch abgestoßen, weil ich gedacht habe, es gibt doch so viel mehr. Die Frage ist gar nicht, welche Produkte verkaufen wir, die ist gar nicht so interessant, sondern ich fand interessanter, wie ändern wir unsere Werte, also wie verkaufen wir Politik, wie wird Politik verkauft und dann habe ich bei Greenpeace als Ehrenamtlicher angefangen und mich hat einfach interessiert, wie sich solche Veränderungen sprachlich manifestieren. Ne? Meines Erachtens wird es über die Sprache transportiert, gesellschaftliche, kollektive Veränderungen. Ja, und dann habe ich dazu geforscht, habe dazu promoviert und immer auch ja in der Praxis dazu gearbeitet und bin jetzt im Thema Kampagnen eben drin, befasse mich ganz stark mit Kampagnen und ist für mich bis heute eines der ja, interessantesten Themen. Ja, total spannend. Also für mich ist Kommunikation ja auch ein bisschen Handwerkszeug, weil ich auch als Psychotherapeut arbeite und da Kommunikation hauptsächlich verbal, aber auch natürlich auch nonverbal nutze. Und dann ist ein anderer wichtiger Aspekt, der mir jetzt aber noch aufgefallen ist, dass Kommunikation ja auch was sehr Aktives hat. Also ich suche mir auch eine bestimmte Information, ja, ne, oder blende was anderes aus. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, den die Neurowissenschaften oder die psychologische Forschung im Allgemeinen auch zeigen, dass Wahrnehmung nicht einfach so ein passiver Prozess ist. Wir werden mit Dingen berieselt von außen, sondern wir suchen uns ganz bestimmt. Das nennt man Selective Exposure. Genau, oder Aufmerksamkeitsprozesse. Ja. Genau, und dann blenden wir auch ganz vieles aus. Das ist sicher auch eine Frage, die auf gesellschaftlicher Dimension und wie wir mit modernen Medien da umgehen, ganz relevant ist. Und was mich total interessiert, sind auch so spezielle Phänomene, wie wie kommen Menschen dazu, Empathie auszudrücken oder eben auch Hass. Und damit beschäftigst du dich ja auch, ne? Ja, das ist zumindest irgendwie auch der Kontext, in dem Beeinflussung bei Kommunikation eine total starke Rolle in meiner Arbeit spielt. Irgendwie einfach die Frage, wenn wir immer kommunizieren, dann finde ich es wichtig zu erforschen, unter welchen Umständen Kommunikation ankommt oder eben eine bestimmte Wirkung erzielen kann. Und da kann natürlich, so breit wie das jetzt mal formuliert ist, Beeinflussung eine Wirkung sein. Und da lohnt es sich halt genauer hinzuschauen. Ich habe zum Beispiel über die Wirkung von Unterhaltungsangeboten promoviert und wie wir die einsetzen können, um uns zu erholen nach einem stressigen Alltag. Also Stress als Auslöser von Prozessen, die zur Erholung beitragen können, welche Rolle können Medien spielen oder Inhalte von Medien spielen und aber auch die Frage, das Internet bietet auch neue Gelegenheitsstrukturen für negative Beeinflussungen und da eben auch die Frage, wie wir da, wie das aussieht und auch was wir dagegen tun können. Also, und können wir was dagegen tun? Ja, natürlich. Vielleicht müssen wir auch gar nicht, vielleicht ist es auch vollkommen normal. Das ist eine super gute Frage, wie weit man da überhaupt was gegen tun muss oder ob das unreguliert sein sollte. Und da gibt es natürlich viele Antworten drauf, aber eine Antwort wäre sicherlich, dass wir was dagegen tun können und dass es da auch Ansatzpunkte gibt, Demokratien zu stärken. Ich glaube, das war ja auch einer von den Punkten, die dich bewegt hat in deiner Auswahl von deinen Stationen, Greenpeace zum Beispiel. Ja, die Frage ist dann, ob das überhaupt Sinn macht. Und man sagt, ja, wir wollen die Kommunikation im Internet positiv halten. Oder ist unser Gehirn vielleicht sogar darauf programmiert, dass uns das, wenn wir uns erstmal in irgendeiner Blase befinden, wo unser Weltbild von anderen als geschlossen bezeichnet wird und als schlecht wahrgenommen, und wenn das vielleicht gar keinen Sinn mehr macht überhaupt noch. Wann ist man denn diese Bemühung, offen nett zu sein? Für Beeinflussung. Also was einen zum Beispiel offen macht, ist tatsächlich, oder offener, ist, wenn man eine gute Grundstimmung gerade hat. Also positive Emotionen signalisiert, okay, es ist gerade safe, ich kann ein bisschen explorieren, ich muss mich nicht jetzt fokussieren auf das Überleben. Von daher finde ich es ganz angenehm, dass wir schon dass ich mit euch hier bin und genau, ich bin sehr kognitiv geöffnet. Da muss doch eigentlich unser Neuropsychologe drauf antworten, oder nicht?
Ja, die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich diese Frage höre, ist, was ist mit Bewusstsein gemeint? Und ich würde es jetzt mal übersetzen als alles, was mich jetzt als Person ausmacht. Wahrscheinlich sind bewusste, aber auch eher unbewusste Prozesse gemeint. Und ich würde sagen, Kommunikation beeinflusst uns auf ganz vielen Wegen. Wir jetzt hier beeinflussen uns, indem wir verbal, aber auch nonverbal kommunizieren. Wir beeinflussen sehr viel bewusster manchmal, eben zum Beispiel in der Psychotherapie, den Bewusstseinsinhalt eines Menschen in eine bestimmte Richtung. Und wir machen das ja aber auch in Gruppen oder als Gesellschaft sogar, wenn wir Kampagnen steuern, denke ich mir, dann ist das ja auch ein Ziel, das Bewusstsein anderer zu beeinflussen. Das gesellschaftliche Bewusstsein, also wir denken in Mehr- und Minderheiten, ne? Und wo die Mehrheit hingeht, da ist auch die Macht. Ich glaube, Kommunikation hat dann auch ganz viel mit Macht zu tun. Und darum ist es wichtig, glaube ich, irgendwie, wie man da seinen Einfluss geltend machen kann. Ihr habt im Prinzip schon total gut zwei Ebenen gezeigt. Die Psychologie wird ja immer so die Ebene sein, das Individuum, Bewusstsein im Menschen. Und bei dir, du hast direkt schon gesellschaftliche Beeinflussung irgendwie genannt. Dazwischen liegt vielleicht noch zur Ergänzung jetzt irgendwie die Ebene der Gruppen, dass auch Gruppen an sich bestimmte Wahrnehmungen haben und Kommunikation auf Gruppenebene, Gruppen unterschiedlich erreicht und die dann ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen eigentlich so aus dem gleichen Kommunikat ziehen. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich denke, in der Frage, die uns gestellt wurde, steckt ja auch so ein bisschen drin, wirklich, wie könnte man es denn hinbekommen, jemand anders zu beeinflussen? Und aus der psychologischen Forschung würde man sagen, ja, es gibt diese einfachen Mittel, irgendwie mach's grell und laut und bunt und irgendwie herausstechend, was du kommunizieren willst, indem man bestimmte Sachen auswählt. Aber man hängt doch sehr viel auch von der Offenheit des anderen für eine bestimmte Information oder überhaupt erstmal zuzuhören ab. Und das, denke ich, ist bei jemandem, der in eine Psychotherapie kommt, gegeben. Derjenige möchte sich ja verändern. Aber das stelle ich mir viel schwieriger vor, wenn ich an die Gesellschaft denke, ne, wo es irgendwie Beharrungstendenzen gibt oder Gruppen, die nun gerade eben nicht etwas Bestimmtes wollen. Wie versucht ihr denn da durchzudringen? Ja, also das ist schwierig. Man spricht ja von Bubbles, die sich so gebildet haben. Und die Frage ist wirklich, kommt man da überhaupt raus? Kriegt man überhaupt mehr Leute, die sich jetzt für Klimaschutz engagieren zusammen? Oder sind das nicht eh die, die schon überzeugt sind? Und die sich täglich wahrscheinlich auch selbst überzeugen davon. Ich kommuniziere auch mit mir selbst, mit meinem eigenen Bewusstsein. Wovon überzeuge ich mich selbst jeden Tag neu? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mir läuft immer auch ein sprachlicher Film ab im Denken. Denken ist ganz viel sprachgebunden. Genau. Also Kommunikation und Sprache wird ja gleichgesetzt. Das ist natürlich nicht ganz so, aber es ist sehr sprachgebunden. Wir denken auch ein bisschen in Bildern. Ja. Aber wir können sozusagen über Sprache unser eigen mit uns selbst kommunizieren. Wie und können wir uns dadurch auch verändern? Auf jeden Fall. Oder ist das nicht nachhaltig? Doch, total. Also weil ich kann mich ja nur selbst verändern. Ich kann ja nicht, es ist ja, glaube ich, ein Fehlglaube, auch der Kampagnen zu denken, jetzt gehe ich hin und überzeuge die Leute und dann sind sie dafür, oder nicht? Ich würde schon irgendwie sagen, dass das irgendwie, dass man konsistenztheoretisch erklären kann, dass sich Menschen bestimmten Inhalten, die zu der eigenen Einstellung passen, eher zuwenden. Aber das ist ja eigentlich die Aufgabe bei uns allen drei, ist mir zu überlegen, in welchem Punkt kann das dann irgendwie durchbrochen werden? Oder wann sind nicht nur das eine Motiv des Strebens nach Konsistenz? Zumindest würden wir mal sagen bei uns, dass die Hypothese der Filterblase nicht bestätigt ist, dass es auch im Internet jetzt nicht krasse Filterblaseneffekte gibt, sondern eher leichte Verschiebungen, die man aber vielleicht auch außerhalb des Internets finden würde. Also das ist durchaus, also ich würde dir da Mut machen. Mhm. Wobei die ja noch eine andere Seite hat. Ne? Also das betrifft jetzt sozusagen das Internet. Was gibt mir das Internet? Und die andere Frage ist ja aber, wie reagiert mein Bewusstsein auf diese Informationen? Und da gibt es schon leider auch ein paar Befunde, die darauf hindeuten, dass wir eben Informationen, die nicht unser Vorwissen bestätigen, gar nicht so ernst nehmen oder irgendwie weginterpretieren, also sprachlich mit uns selbst kommunizieren sozusagen. Und wenn wir nur noch auf Informationen beruhen, die irgendwie uns von uns selbst zusammengesucht sind, dann ist halt dieser aktive Part, ich suche mir das, was mich bestätigt, sehr viel stärker. Da könnte man aber doch mit einer Kampagne genau versuchen, da diese zusammengesuchten Informationen zu durchbrechen, indem algorithmische Kuratierung hilft ja dabei, dass man vielleicht auch mal andere Dinge findet online. Ja, ich weiß es nicht. Also die Algorithmen im Internet, die sollen erstmal verkaufen, ist mein Eindruck. Und etwas zu verkaufen ist ein anderer Anreiz, als wenn ich eine Gesellschaft weiterentwickeln möchte in Bezug auf ihre Werte wie Freiheit, Demokratie und so weiter und so fort. Und mein Eindruck ist auch, dass die Leute einfach auch Angst haben da draußen. Die haben dann Angst vor der anderen Weltsicht. So die Frage, die ich irgendwie mir stelle, ist, wie kommt man eigentlich
zu den Schnittmengen, die wir vielleicht noch haben, denn das braucht es ja, dass wir Schnittmengen sehen und nicht nur, dass der andere halt ein Rechter ist und das ist ein Linker und die so, und die werden halt voneinander weggeführt in ihren jeweiligen Segmenten. Wie kriegen wir aber vielleicht über bestimmte Werteschnittmengen sogar zusammen, dass sie vielleicht doch punktuell zusammenarbeiten? Ja, warum, Philipp? Man kann das bis auf so ganz einfache Wahrnehmungsphänomene wie ging ja vor einiger Zeit durch die Medien dieses Kleid, was entweder golden und blau oder schwarz oder gelb war. Und selbst bei so einfachen Wahrnehmungssachen, aber natürlich erst recht, wenn es um komplexere Dinge geht, nämlich was als Angriff war eines anderen oder als eine nette Geste. Das hat ganz viel damit zu tun, was wir auch erlebt haben, also welche Beziehungserfahrungen wir zum Beispiel gemacht haben. Wenn ich viele Beziehungserfahrungen gemacht habe, die nicht wertschätzend waren, also gerade in den formativen Jahren, also in der Kindheit und Jugend, dann werde ich eher dazu neigen, etwas als einen Angriff zu deuten, was vielleicht gar nicht so gemeint ist zum Beispiel. Das heißt, wenn ich jetzt politisch interessiert bin und ich werte etwas als einen Angriff, bin ich das Problem. Ich würde eher sagen, dass das Problem ist, dass es eine Realität halt einfach nicht gibt. Das ist immer von... Dass man das nicht objektiv betrachten kann, wie was wahrgenommen wird, sondern dass es halt von Persönlichkeitseigenschaften abhängt oder auch von deinen Vorerfahrungen, Diskriminierungserfahrungen, wenn man welche hat, dann nimmt man zum Beispiel Hass stärker, aber im Internet. Es gibt ja nicht nur Unterschiede zwischen Menschen in der Wahrnehmung, sondern auch ein Mensch nimmt Dinge unterschiedlich wahr und verhält sich auch unterschiedlich in unterschiedlichen Kontexten oder auch wie er oder sie sich gerade fühlt. Wenn ich selber gestresst bin, nehme ich was anderes auch viel eher als einen Angriff wahr, zum Beispiel als wenn ich selber gerade in bester Stimmung bin. Und wenn ich mit Zeit und Ruhe mich mit jemand anders auseinandersetze, dann bin ich viel eher dazu in der Lage, die Perspektive des anderen einzunehmen. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. An welcher Stelle in unserem Leben nehmen wir uns wirklich Zeit, anderen zuzuhören? Es passt voll dazu, dass ein Befund ist, das fehlendes Nachdenken oder Reflektieren von Punkten empfänglicher macht für Verschwörungsnarrative. Also dass einfach nicht die Zeit sich genommen wird, Dinge zu durchzudenken und das einfach auch in so einer schnell sich ändernden Informationsumgebung einfach schwieriger ist. Ich habe da gerade dran gedacht, dass das eigentlich auch voll für deine Arbeit relevant ist, wenn ihr euch Zielgruppen überlegt. Also wie kommt das bei den Zielgruppen an, wenn das von so vielen verschiedenen Faktoren abhängig ist, wie etwas aufgenommen war und dann noch beeinflussen kann. Ich glaube, es geht eher um die Schnittmengen, die kommunikativen und auch die Wahrnehmungsschnittmengen. Mhm. Also man kann jetzt sagen, wir sind drei unterschiedliche Leute. Warum unterscheiden sich unsere Wahrnehmungen so doll hier in diesem Raum? Aber wo ist sie gemeinsam? Wir können aber auch sagen, ja, wo sind sie eigentlich gemeinsam? Ja. So, und wahrscheinlich kommt am Ende auch raus, dass sich die meisten Wahrnehmungen relativ stark ähneln. Es sei denn, man ist vielleicht, was du gesagt hast, irgendwie gestresst oder man hat schlimme Traumata dann erlebt und wird gerade getriggert. Und wie kann man Umgebungen schaffen, dass die Gemeinsamkeiten stärker werden? Also ja. Man könnte uns ja alle gleich stressen vor einem Termin, damit wir in einer ähnlichen gemeinsamen Grundstimmung sind oder ähnliches, damit gemeinsame Wahrnehmungssachen stärker werden. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung in der Gesellschaft. Wir haben eine stark potenzierte Kommunikation, wirklich potenziert, viel mehr Kommunikation als früher. Und das muss unsere Orientierung erstmal verarbeiten. Du sagst, es ist mehr Kommunikation geworden, aber es ist eben Kommunikation mit einer gewissen Tiefe geworden. An vielen Stellen eben nicht. Wir scrollen durch die Nachrichten und es ist ja die Flut, die irgendwie das Problem ist und die dazu führt, dass wir nicht in die Tiefe gehen mehr. Und wenn wir uns anschauen, es gibt so auch so Studien zu Übungen der Kommunikation, die man sowas schon wirklich verbessern können. Man nimmt sich die Zeit nicht. Und wenn man schon teilweise im eigenen Familienbereich es kaum schafft, sich die Zeit zu nehmen, tief reinzugehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit denn, dass man es mit irgendeinem macht, der anders politisch eine ganz andere politische Meinung hat und der erstmal nur auf den Geist geht vielleicht? Ne? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann die Zeit nimmt? Aber es gibt schon auch Forschung dazu, die irgendwie überlegt oder nachschaut, wie Inhalte sowas wie Social Connectedness fördern können. Also du hast eben von Werten gesprochen, die Forschung, die überlegt, wie kann man denn durch kommunikative Inhalte sowas wie Universalismus fördern, dass sich Menschen miteinander verbunden fühlen, dass Gemeinschaften oder Gemeinsamkeiten einfach stärker in den Vordergrund rücken. Und das sind tendenziell immer Inhalte, die irgendwie tiefere Aspekte des Lebens irgendwie ansprechen, wo man drüber nachdenkt, was macht das Leben lebenswert, was sind moralische Werte, die mir wichtig sind und solche Inhalte verpacken, die dann in der Folge dazu führen können, dass wir eher uns als Gemeinschaft empfinden als einzelne Individuen, die eher gegeneinander arbeiten.
Das ist nicht eine Frage für dich? Also ich habe mir bei der Frage als erstes gedacht, okay, was für neue Spielarten von Kommunikation gibt es? Das offensichtlich ist, dass wir es mit einem höheren Ausmaß an visueller Kommunikation zu tun haben. Und das Zweite, was, glaube ich, ganz entscheidend irgendwie anders ist, ist die Annahme von faktisch richtigen Informationen. Wenn wir früher Nachrichten geschaut haben, konnte man irgendwie implizit davon ausgehen, dass das glaubwürdig ist, dass das gut recherchiert ist. Und diese Faktizität muss man heutzutage ein bisschen mehr in Frage stellen. Also weil jeder auch zum Produzenten, zur Produzentin von Informationen werden kann. Und wir es jetzt damit zu tun haben, dass strategisch absichtsvoll verbreitete Desinformationen mehr werden und wir uns überlegen müssen, wie können wir kennzeichnen, was faktisch geprüft ist. Das wären so aus meiner Perspektive Aspekte, wie Kommunikation sich weiterentwickelt hat und wie es vielleicht auch noch weitergehen kann. Ist der Begriff des Faktischen nicht trügerisch? Am Ende streiten sich die Leute über Fakten, über unterschiedliche Fakten, glauben sie ja. Also das ist ja das, was den großen Streit oft auslöst. Ne? Wir fokussieren diesen Fakt, die anderen den anderen, der aber mit der gleichen Sache zu tun hat. Also ich glaube, da kommt auch eine Unsicherheit her. Ne? Was ist die Wahrheit? So was, was? Oder was sind gute und schlechte Quellen? Das hat da durchaus auch mal zu tun. Was sind Quellen, denen man vertrauen kann? Oder auf welche Arten von ExpertInnen berufen die sich? Das ist ja auch eine Unsicherheit, die jetzt im Internet stärker ausgeprägt ist, als sie früher war, weil sich das klassische Expertentum irgendwie aufweicht und mehr Stimmen zu Wort kommen, was ja tendenziell auch erstmal was Gutes ist. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine unheimliche, tolle Entwicklung, dass ich in Echtzeit mit jemandem in Sri Lanka mich austauschen kann über irgendeine Frage, die dort relevant ist, politisch oder umweltmäßig oder in irgendeiner Hinsicht. Dann muss man aber trotzdem überlegen, wie man Meinung von Fakteninformationen oder von Fachinformationen trennt. Genau, das sind ja unterschiedliche Kommunikationsformen irgendwie. Ne? Also es gibt halt Nachrichten, es gibt individuelle Berichte von irgendwie, ich filme, wie mein Haus im Waldfeuer brennt oder sowas. Oder ich berichte irgendwie im Freundeskreis was. Ne? Das sind ja unterschiedliche Sachen. Und ich habe aber schon den Eindruck, dass irgendwie die Tatsache, dass wir multipler kommunizieren, dass das auch Kompetenzen mit sich bringt. Also dass Leute, die jetzt mit den Medien aufwachsen, auch mehr Kompetenzen und unterschiedlicher kommunizieren können vielleicht auch. Ja, und auf einer anderen Ebene würde ich sogar sagen, dass die Frage gestellt wird und in so einem Bürgerform irgendwie Kommunikation so eine zentrale Frage ist, deutet darauf hin, dass viele Leute sich damit beschäftigen, wie kommuniziere ich eigentlich und wie wird meine wie beeinflusst Kommunikation mich und andere? Welchen Nachrichten oder welchen Informationen kann ich vertrauen? Ja, und genau, und das ist doch eine tolle Entwicklung eigentlich, dass Menschen darüber so viel nachdenken. Mit diesem großen Aufbruch der sozialen Medien, dieser vielen Kommunikation, gibt es ganz neue Ansprüche eigentlich an die kommunikative Bildung der Menschen. Wir bilden die Leute zu Physikern, zu Physikerinnen, Mathematikerinnen, zu, das muss ich rechnen, aus. Ne? Aber die Humanities, wo man so oft gesagt hat, naja, was lohnt das denn? Letztendlich ist das wichtigste Handwerkszeug des Menschen. Da muss eigentlich mehr getan werden, glaube ich. Die Forschung zur Medienkompetenz zeigt, dass eine technische Medienkompetenz in den jungen Zielgruppen total vorhanden ist. Die wissen, wie sie ein Smartphone bedienen können, aber dass die mit den Inhalten dann kompetent umgehen können, wissen, wie kann ich eine gute von einer schlechten Quelle unterscheiden, das ist überhaupt leider auch in der jungen Zielgruppe überhaupt nicht vorhanden. Deswegen gibt es immer mehr auch so Medienkompetenztrainings in Schulen. Woran erkenne ich überhaupt einen problematischen Inhalt und woran unterscheidet er sich von einem weniger problematischen Inhalt und wie gehe ich damit um? Also auch so Stichwort Empowerment, was mache ich dann eigentlich damit, wenn ich gemerkt habe, Moment mal, der Inhalt, der kann so eigentlich nicht stehen bleiben. Das ist ja nochmal eine andere Zielkompetenz. Auch das ist in der jungen Zielgruppe auch nicht besser ausgeprägt, sondern viele Fördermaßnahmen zielen eher darauf, dass man wirklich technisch lernt, wie man, weiß ich nicht, in Word einen Aufsatz schreibt, aber nicht, was ich mit den Inhalten mache, die ich alle so finden kann, rein theoretisch. Mhm. Ich habe auch noch mal so eine andere Frage, Philipp, an dich, also wo ich auch selber merke, dass wo ist meine Medienkompetenz hin, denke ich, wenn ich mir, ne, bin das auch mal bei Insta und dann diese sogenannten Reels und du gehst da durch und auf einmal ist eine Stunde weg und du gehst noch mal 5 Minuten durch und dann ist die zweite Stunde weg. Warum passiert uns das? Warum passiert mir das? Am Ende bin ich unzufrieden, aber ich dachte, ich weiß, wann man den Fernseher ausmacht, aber anscheinend doch nicht. Nee, die sind natürlich designed dafür, dass genau das passiert. Also die sind kurz genug, dass sie irgendwie nur eine geringe Aufmerksamkeitsspanne bedürfen, die einzelnen Reels sozusagen. Ne? Und
das hat auch Auswirkungen. Also das ist ja eine groß umstrittene Frage. Macht der Smartphone-News uns irgendwie dümmer und weniger aufmerksam und so weiter? Und das kann man so allgemein vielleicht jetzt nicht bestätigen, aber gerade dieser nicht achtsame Gebrauch von Smartphones, der macht das eben doch. Und also wir sind kognitiv einfach nicht so leistungsfähig, wenn wir das machen. Und dann vertrödelt sich's. Ja, und was macht's mit der Gesellschaft denn? So, was macht's auf kollektiver Ebene? Und dass wir gar nicht mehr so in der Lage sind, in die Tiefe zu gehen. Also gerade dieser unachtsame Gebrauch, der führt dazu, dass eben generell zum Beispiel Aufmerksamkeitsspannen geringer werden. Und wenn ich dann einen Zeitartikel von entsprechendem Umfang von vorn bis hinten lesen soll, dann ist das schon schwierig, wenn ich gar nicht dran gewöhnt bin, ne, sondern an diese Snippets gewöhnt bin. Und ich glaube, vielleicht macht uns das am Ende dann doch wieder stärker beeinflussbar und sogar manipulierbar manchmal. Das ist genau die Schwierigkeit, dass also autoritaristische Einstellungen eher dazu zu verleiten, dass man einfache Weltsichten halt möchte und dass halt auch die Menschen sind, die eher Probleme haben mit problematischeren Online-Inhalten. Deswegen müssen wir dazu befähigen, offen zu denken, eine pluralistische Weltsicht irgendwie zu denken und trotzdem das im Einklang mit den eigenen, vielleicht autoritäreren Werten zu verstehen, die vielleicht eher auf Schwarz-Weißen, auf klare Hierarchien ausgerichtet sind. Ja, also das Gehirn ist erstaunlich plastisch. Also auch im Erwachsenenalter kann sich das noch verändern. Und das, was wir machen, wenn ich eine Stunde lang Fernsehen gucke, ist mein Gehirn hinterher ein bisschen anders, als wenn ich eine Stunde lang joggen gehe oder so. Also mit jeder kleinen Aktion, die wir unternehmen, verändern wir auch unser Gehirn. Und wenn ich 3 Monate lang jeden Tag 10 Minuten still da sitze und nichts tue, dann verändere ich das Gehirn auch strukturell. Gibt es da Langzeitstudien? Ja, und ändert sich, mag sich wieder zurückändern, wenn ich dann aufhöre damit. Aber also es ist doch erstaunlich viel möglich. Wir haben vielleicht noch nicht immer die richtigen Tools, um diese Plastizität auszunutzen oder zu triggern. Und natürlich ist es in der Jugend- und Kinderzeit viel, viel plastischer als später. Aber also ich finde die Idee toll, mehr Kommunikation als ein Schulfach sozusagen zu implementieren. Und das einmal, was Medien betrifft, zu üben, aber auch, ne, wie spreche ich einfach mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt? Wie kann ich einfach mal 5 Minuten zuhören? Nur zuhören. Wer macht das schon? Was nimmst du mit für deine Technik? Ich nehme 2 Sachen mit. Die eine ist, sich Zeit nehmen. Und sich Zeit nehmen auch für die, ja, für Leute, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte, weil sie sehr weit weg sind von der eigenen Wahrnehmung, vom eigenen Weltbild. Ich glaube, das ist essentiell, sich diese Zeit zu nehmen. Was ich auch mitnehme und was ich auch, ja, für essentiell halte, ist Gemeinsamkeiten, Kommunikation, in der Kommunikation auf Gemeinsamkeiten gucken. Da kann ich voll gut anschließen, weil ich einfach auch aus dem Gespräch voll mitnehme, dass man halt immer auf das Trennende zu blicken, auf die Gemeinsamkeiten fokussieren kann und auch überlegen kann, wie kommunizieren wir Gemeinsamkeiten, die Dinge, die uns verbinden, anstatt die Dinge, die uns trennen. Das nehme ich auf jeden Fall mit und irgendwie aus dem Gespräch auch, dass es wichtig ist, mit neueren sozialen Medien da eine bestimmte Art von Kompetenz auch mit zu transportieren, die durchaus auch damit zu tun hat, zu überlegen, woher kommen die Informationen, die ich hier geschickt bekomme und wie sind die recherchiert oder auch, wer steht da als Expertin irgendwie drauf. Und das Letzte, was ich total schön finde, was ich mitnehme, ist, dass das Gehirn plastisch ist und dass man auf jeden Fall Dinge verändern kann und in die Zukunft auch sich vornehmen kann, so wenn man weiß, irgendwie auf die Entscheidung von Einzelnen irgendwie ankommt. Ich hätte, glaube ich, auch 2 Punkte. Einer ist, Kommunikation ist immer Beeinflussung. Das haben wir ja irgendwie an mehreren Stellen immer wieder rauskristallisiert. Oder Manipulation, wenn man es so nennen will. Und eine Frage, die man sich eben stellen kann, wie transparent macht man das? Es ist ja okay, dass das ist. Ne? Und ich setze mich halt dem auch aus als Mensch in einer Gesellschaft, dass ich dort mal manipuliert werde oder da. Und ich möchte das ja sogar. Mich weiterbilden ist ja auch eine Art von Manipulation. Also Manipulation in dem Sinne ist nicht schlecht, sondern ich kann auswählen und Leute, die kommunizieren, können ja transparent machen, was ihr Ziel ist mit einer bestimmten Art von Kommunikation, dann ist es ja irgendwie überhaupt nicht problematisch. Und der zweite Punkt wäre einer, der auch ein bisschen anknüpft an, was ihr gesagt habt. Ich würde einfach dazu ermutigen, das mal zu machen, sich hinzusetzen mit einem Freund, der Partnerin, dem Partner und mal 5 Minuten einfach nur zuhören, wechseln, selber 5 Minuten reden, den anderen zuhören lassen und gucken, was passiert, wenn man das eine Weile macht. Das ist, denke ich, wirkmächtiger, als man sich vielleicht so vorstellt, das direkte Kommunizieren zu üben. Und ich bin total happy, mit euch geredet zu haben. Hat wirklich Spaß gemacht. Das kann ich auch nur zurückgeben.